Also als normaler müsste ich da jetzt vorbeilaufen können. Ganz im Ernst, das hat mich fertig gemacht. So, und als welcher konnte ich jetzt zu der Kiste? Ich glaube, als der hier hinten. Als der, der jetzt nicht da. Dann müsste ich hoffentlich hier irgendwo die Verwandlung mitnehmen können. Hier. Nein, das ist aber die falsche. Das hier ist die richtige. Die jetzt auch wieder nicht da ist. Was? Oh, sag mir bitte nicht, dass ich jetzt... Doch, ich befürchte ja. Ich muss jetzt ganz außen rumlaufen. Warum kann ich das Ding denn dann zur Seite schieben? Kurz gucken, ob es überhaupt richtig ist. Kann ich ja eben mit der Fee hinfliegen. Nicht den Baum berühren. Ja, das ist die richtige. Aber da komme ich doch gar nicht... Moment, so konnte ich da hin, oder? So kann ich jetzt hier runtergehen. Kann mich jetzt hier in die mittlere Zeit versetzen. Genau. Kann jetzt hier hochlaufen. Muss hier ein bisschen auf das Feuer aufpassen. Und komme jetzt an diese Kiste dran. Und jetzt bin ich gespannt, was in dieser Kiste drin ist. Warum ist da eine Karte drin? Im Ernst, warum ist da eine Karte drin? Sag mir bitte, dass ich das gerade nicht für eine Karte gemacht habe. Bitte. Bitte, bitte, bitte sag mir, dass ich das nicht für eine Karte gemacht habe. Mama. Mama. Ihr habt das gerade für eine Karte gemacht. Warum? Grüne Pampe. Das ist klebrig. Ihr habt das gerade für eine Karte gemacht, Leute. Für eine Karte. Nein, das kann nicht sein, dass ich das für eine Karte gemacht habe. Das glaube ich einfach nicht. Okay, hier hinten ist auch noch irgendeine Kiste. Vielleicht ist ja irgendein... Vielleicht muss ich... Nein, wenn ich alle Kisten aufmache, macht auch keinen Sinn. Das glaube ich nicht. Dann wäre da nicht sowas drin wie... Wie das eben. Dann wäre da eher sowas drin wie... ja, haha, hier ist leider noch nichts. Du musst weitergehen. Achso, bevor ich da jetzt hinlaufe... Dafür bin ich nämlich schneller. Eben nachgucken. Nein, das ist nämlich nicht die Kiste. Aber das ist auch gar nicht schlimm, denn hier kann ich den Pilz runterlassen. Und den Pilz auch. War hier noch was? Aua. Ich kann jetzt auf jeden Fall die ganzen Wege wieder zurückgehen, aber... Okay, wisst ihr was? Ich glaube, die ganzen Kisten, die ich da gerade einsammle, sind wirklich nur Bonus. Das können wir irgendwann mal machen, wenn wir lustig sind. Aber nicht jetzt. So.
So. Ich muss jetzt immer noch gestehen, dass ich nicht weiß, wofür das Ganze ist. Ein Minusproblem. Also eigentlich will ich ja nur aus diesem Wald raus, oder nicht? Da irre ich mich doch nicht. War hier oben noch was? Ne, hier oben war nichts mehr. Was hatte mich denn daran gehindert, einfach aus dem Wald rauszugehen? Ah ne, hier oben. Wo wurde ich denn jetzt nochmal klein? Doch, hier wurde ich klein, oder? Also, die ganz ferne Vergangenheit, genau. So. Aber ich muss doch... Musste ich jetzt nur die Fee finden eigentlich? Wahrscheinlich schon. Das heißt, ich hätte die Fee finden müssen und hätte danach einfach zurückgehen können. Sehe ich das richtig? Zukunft. Hier konnte ich. Kann ich jetzt einfach rausspazieren? Ich komme gerade echt nicht drauf, warum wir. Hier sind. Wir haben es geschafft, Kuro. Wir haben den Heiligen Hain fast verlassen. Jetzt müssen wir nur noch in unsere eigene Zeit zurückkehren. Ach so. Ich muss das Ding jetzt tatsächlich in der Zeit hier verlassen, in der ich auch reingekommen bin. Okay. Gut, kein Problem. Gottes Willen. Also ein bisschen... Bisschen ärgern tue ich mich schon, dass ich das Ding eben dann nur für die eine Karte gemacht habe. Aber gut, kann man jetzt nicht ändern und ich meine, jetzt habe ich die Karte und wenn ich irgendwann mal Lust habe, noch die ganzen Secrets zu holen, muss ich hier halt nochmal zurück. Aber alles bei seiner Zeit, jetzt sind wir erstmal durch, wir haben das Fragment, jetzt fehlt uns nur noch eins. Tut mir leid, Freundchen, ich kann diesen Wald nicht verlassen. Feen wie ich können außerhalb nicht überleben. Alles eine Frage der Quantenphysik. Ich kann nämlich nicht gleichzeitig in allen Zeiten und an mehreren Orten sein. Oder so ein Müll. Hey, nicht ihr wart besser als... Ihr wart besser als erwartet. Im Wald sind immer noch ein paar Sadistas. Aber ihr habt wohl noch was anderes zu tun. Besucht mich wieder, wenn ihr Lust habt. Tschüss. Gut. Ach, Tatsache, es waren noch zwei Sadistas am Leben, aber die Anzeige habe ich gar nicht gesehen. Gehe ich jetzt... Okay, die Sadistas waren am Anfang. Irgendwas bekomme ich, wo wenn ich Dinger zerstöre. Wartet, das gucken wir jetzt nochmal eben nach. Ja, ich bin wieder da. Danke. Wir kommen zurück. So, wo waren... Hier war noch... Ja, hier ist doch direkt eins. So, jetzt haben wir noch eins. Da habe ich gar nicht aufgepasst. Irgendwie war ich... Ich war die ganze Zeit dran... Okay, nee, dann habe ich das aber doch nicht nur wegen der Kiste gemacht, sondern... Ich habe das gemacht, weil ich die Dinger zerstören muss. Also muss es relativ, weil... Ich kann ja auch so den Wald verlassen. Aber... Okay, das Rätsel machen wir jetzt auf jeden Fall noch fertig. Jetzt muss ich nur gerade gucken, wo der letzte Sadist ist. Aber der kann eigentlich auch nicht so weit weg sein. Meine ich. Wo ist der Gute? Hier ist der, oder? Hier ist er, ja.
Okay, wo haben wir denn hier jetzt noch Bäume? Wie das aussieht eigentlich hier. Hier haben wir doch noch einen. Ja, da muss ich eigentlich nur das Ding in der Zukunft zur Seite kriegen. Wobei, in der, da komme ich aber da nicht lang. Hier war auch noch so ein Zukunftspad, oder? War hier noch irgendwo so ein Zukunftspad? Hier oder so? Nee? Nee? Wo war denn dieses Zukunftspad? Weil wenn ich da drauf drehe... War hier... Ja genau, dann war hier so ein Zukunftsding. War mir doch irgendwie so, dass hier irgendwo eins sein muss. Ach shit, jetzt komme ich da aber gar nicht hin. Okay, da muss es einen anderen Weg geben. Ach komm. Jetzt lasse ich mir gerade von den Dingern hier Schaden machen, ey. Okay, also ich muss auf jeden Fall als Kleiner da erstmal vorbeikommen. So. Da komme ich nämlich hier hoch. Hier ist ein Zukunftsding, aber komme ich damit jetzt dahin? Komme ich denn darüber? Irgendwie muss ich ja hier rechts hinkommen. Okay, wir machen uns noch mal klein, weil ich glaube, wir müssen noch eine Etage weiter, noch eine Etappe weiter. So. So. Problem ist nur, dass da jetzt der andere Baum noch ist. Genauso wie da einer ist. Jetzt bräuchte ich eigentlich die Zukunft. Müsste ich auch dran kommen eigentlich. Sekunde, es muss blau unten sein gleich. Shit, wie komme ich denn da jetzt gleich dran? Achso, ja, so komme ich da dran, logisch. Das nach unten. Jetzt können wir bis dahin laufen. So. Gleich haben wir es endlich. Das war eine ganz schön schwere Geburt. Nein, da hatten wir sie doch. Ich glaube, jetzt ist das Ding nämlich erstmal noch gegen solche Dinger dagegen gelaufen, richtig? Genau. Welche Zeit war das hier? Das war die falsche. Sekunde, nee, wir machen das anders. Wir gehen jetzt erstmal wieder hier hin. Weil ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob wenn ich in der Vergangenheit bin, ich hier mich wieder so gesehen zurückverwandeln kann. Jetzt muss ich mich hier wieder dran vorbeiarbeiten.
gleich haben wir es. Unglaublich. Aber, ich meine, da wurde die ganze Zeit von gesprochen und ich habe es einfach nicht gecheckt. Das ist ja... wenigstens muss ich mich nicht wieder da durcharbeiten. Das ist schon mal viel wert. Wobei halt ein bisschen nervig ist, dass ich mich jetzt... Ja, okay. Ich kann mich da nicht einfach verwandeln, weil das dann am Anfang gestört hätte. Aber ja, wenn ich mich jetzt hier schon hätte hier rein verwandeln können, das wäre natürlich gut gewesen. So, jetzt haben wir alle kaputt. Hey! Juhu! Ihr habt die ganzen Sadistas hochgejagt. Ganz schön stark für einen Menschen, was? Los, beeilt euch. Auf zum Yoda-Baum. So, nochmal zum Yoda-Baum. Hüpf weiter. in welcher Zeit? Ist jetzt gerade die Frage. Gut. Gut, dass ich nicht in die Zukunft gegangen bin, weil dann hätte ich jetzt spätestens da festgesessen. Hätte ich mich ein bisschen geärgert. So, Yoda-Baum. Oh. Befreit von den Sadistas den Wald, ihr habt. Belohnen muss ich euch dann. Die Yoda-Baum-Karte. Dafür haben wir das jetzt gemacht. Aber egal, nein. Der gesamte Wald dankt euch für eure Hilfe. Für eure Hilfe, der gesamte Wald euch dankt. Yoda, aufpassen. Nicht hier in richtiger Sprache sprechen. Oh, hättest du mich jetzt nicht noch rausschicken können? Egal, wir verlassen den Wald jetzt noch. Und dann geht eine sehr, sehr lange Aufnahmesession zu Ende, so langsam. Denn ich werde müde. Shit. Muss ich noch eine Runde warten. So, hier lang. Und hier lang. Jetzt muss ich mich klein machen. Aber viel Feuer dürfte... Oh, ich hab's vergessen, ich hab's vergessen. Das ist so ärgerlich. Man weiß genau, welches Pet wo ist mittlerweile. Aber wenn man dann vergisst, dass man nicht jedes Pet in jeder Zeit aktivieren kann, ist es ein bisschen ärgerlich. So. Das ist schön. Hier konnte ich am Anfang nicht vorbei, weil der komische Sadist da noch war. So, wo musste ich lang? Ja, doch, hier ist richtig. Jetzt muss ich gleich noch das eine Pet nehmen. Ja, ich muss erstmal hier nach rechts oben gehen. Ah ne, das ist sogar ja direkt das Richtige. Okay. Ja, und dann haben wir jetzt nur noch ein letztes Fragment zu sammeln. Und dann haben wir alle Fragmente des Magischlüssels. Ja. Gut. Ja, nicht schlecht. Also jetzt habe ich doch die letzten Tage so ein bisschen was zumindest hier geschafft. Verritzt. Danke, dass ihr den Hüter des Heiligen Hains geholfen habt. Euer Abenteuer macht mir Lust darauf, die Welt zu sehen. Noch zögere ich jedoch. Lass es lieber, du willst die Welt gar nicht sehen. Ihr habt das Fragment des Magischlüssels gefunden, Kuro. Eure Entscheidung naht. Alles klar. Ich dachte, die sagt vielleicht noch was Richtiges, aber nee, tut sie auch nicht.
Ja, dann müssen wir, glaube ich, jetzt tatsächlich nur noch nach da oben. Hier oben hin, da, da, gleich, 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 hier hin. Kann ich hier doch einfach so hin? Gut. Nein, ich wollte jetzt eigentlich nicht den Clipsy noch auslösen. Dämonia. Vollständig zerstört. Es ist unerträglich. Ich will das nicht sehen. Ich werde mit ihm sprechen. Wir sollten sie wahrscheinlich in Ruhe lassen. So, gut. Das soll's für diese Session gewesen sein. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Und ja, wenn euch die Session gefallen hat, lasst doch bei den Folgen auf jeden Fall mal einen Daumen da. Und ja, in der nächsten Aufnahmesession nähern wir uns dann hier auf jeden Fall der Fertigstellung des Fragments. Sehen wir ja, nur noch links unten fehlt. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.